Dieses kleine Pilates-Workout im Sitzen ist ganz perfekt für dich, wenn du etwas für deine Schultern und den oberen Rücken tun möchtest. Du kannst dich entweder auf einen Stuhl setzen oder natürlich auch auf einen Gymnastikball. Und falls du lieber am Sofa trainierst, dann nimm am besten ein Kissen unter deinen Po, damit du etwas aufrechter bist. Das Video ist auch wunderbar für dich, wenn du es etwas leichter angehen möchtest mit dem Training, vielleicht chronische Schmerzen hast, unter Fibromyalgie oder Ähnlichem leidest und einfach mal wieder starten möchtest mit dem Training. Ja, und falls wir uns noch nicht in YouTube oder sonst irgendwo über den Weg gelaufen sind, mein Name ist Kerstin, ich bin Online-Personal-Trainerin und freue mich, dass du heute hier mit mir dich bewegst. Setz dich als allererstes aufrecht hin, am Stuhl am besten so ein bisschen vorne an die Kante, dass dein Rücken ganz gerade wird, deine Schultern automatisch nach unten und nach hinten gezogen werden. Und dann leg dir deine Hände auf die Oberschenkel. Im Pilates beginnen wir erstmal mit ein paar tiefen, ruhigen Atemzügen. Das heißt, ich möchte dich bitten, deine Augen zu schließen und dich einfach mal zu fokussieren auf deinen Atem. Wie fühlt er sich an? Ist er sehr oberflächlich oder schon relativ lang und ruhig? Dann atme ganz tief in deinen Bauch und in deinen Brustkorb ein und aus. Mit dem Einatmen geht dein Atem nach oben zu den Rippenbögen, die sich dabei dann schön auseinanderziehen und weiten. Und mit dem Ausatmen zieht sich deine Rippenbögengegend wieder zueinander und dein Bauch nach innen. Gleichmäßige lange Atemzüge, ganz viel Luft in den Oberkörper ziehen und dann mit dem Ausatmen wieder lösen und den Bauch ganz leicht anspannen. Also das Atmen geht immer nach oben beim Einatmen und nach unten beim Ausatmen. Also richtige gleichmäßige Atemzüge, einfach so, wie es für dich, für deinen Atemrhythmus am besten passt. Das Atmen beruhigt auch. Also falls du momentan vielleicht etwas gestresst bist, dich einfach nur mal hinzusetzen und ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, kann manchmal schon Wunder wirken. Dann nimm noch einen letzten ruhigen Atemzug. Falls du die Augen geschlossen hattest, öffne sie jetzt wieder, atme wann möglich genauso weiter und fang an, deine Schultern langsam nach hinten zu kreisen. Mit dem Einatmen ziehst du ganz bewusst die Schultern hoch und mit dem Ausatmen ziehst du sie hinten am Rücken wieder zusammen. Atme ein, zieh die Schultern hoch und atme aus, wir lösen wieder. Noch zwei Stück, dann ein letztes Mal, lass die Schultern locker, zieh die Hände nach unten zum Boden und öffne erstmal ein bisschen deine Brust, dann geh mit dem nächsten Einatmen hoch wieder zu den Ohren und mit dem Ausatmen gehen die Hände nach unten zum Boden. Atme ein, die Schultern gehen hoch und atme aus, ganz, ganz tief nach unten mit den Schultern gehen. Ja, das Hochziehen fällt dir vielleicht leicht, das machen wir im Alltag oft genug. Und das Tiefgehen, das ist unsere eigentliche Übung. Da möchtest du so weit nach unten kommen, wie du kannst. Ein letztes Mal. Und dann löse wieder, bring die Schultern etwa auf halbe Höhe. Jetzt öffne deinen Brustkorb, zieh die Ellenbogen nach hinten. Und dann schiebe deine Hände nach vorne. Die Handflächen schauen zur Decke. Du gehst mit dem Einatmen nach hinten und mit dem Ausatmen nach vorne. Einatmen, öffne die Brust, zieh die Ellenbogen zueinander. Und dann mit dem Ausatmen ein schöner kleiner Bogen. Deine Arme kommen nach vorne. Noch zwei Stück.
Letztes Mal, dann lass die Ellenbogen hinten, öffne die Brust, ganz kleine Pulses, zieh die Schultern zueinander. Atme durch die leicht geöffneten Lippen jetzt aus. Aus. Dein Atem verbindet sich mit dem Bauch hier unten. Wenn du oben ausatmest, ziehst du hier unten den Bauch nach innen. Noch 8, 7, 4. Dann halte hier deine Öffnung. Zieh die Ellenbogen jetzt nach außen und wieder zu dir. Also wir arbeiten immer noch an deiner guten Haltung und am oberen Rücken. Atme ein und atme aus. Atme ein und atme aus. Sehr gut. Ja, richtig schön die Schultern zueinander ziehen und hab deine beste Haltung im Rücken, die du haben kannst. Noch 2 Stück. Ein letzter. Dann lösen wir, legen uns die Hände auf die Oberschenkel. Mit dem Einatmen zieh dich in die Länge. Und mit dem Ausatmen bring dein Kinn vor zur Brust, gleite mit deinen Händen am Bein entlang nach unten, so tief du gehen kannst. Atme tief ein und mit dem Ausatmen komm dann langsam wieder nach oben. Deine Hände gleiten am Bein entlang hoch, du setzt dich wieder aufrecht hin, holst nochmal tief Luft und mit dem Ausatmen Kinn vor zum Brustbein legen und nochmal nach unten gleiten. Jetzt bleibe unten, lass den Kopf und die Schultern ganz entspannt. Deine Hände liegen auf den Füßen. Mach mit dem Kopf eine Bewegung zur Seite, als würdest du Nein sagen. Und dann mach mit dem Kopf eine Bewegung vor zurück, als würdest du Ja sagen. Dann lass den Kopf wieder ruhig, atme ein und mit dem Ausatmen roll up. Komm langsam wieder nach oben zum Sitzen zurück, richte dich auf und kreis die Schultern einmal nach hinten. Lass die Hände wieder nach unten sinken, atme über die Seite ein, streck dich hoch zur Decke und mit dem Ausatmen Arme gehen nach vorne. Atme ein über die Seite und mit dem Ausatmen kommst du vor. Zieh dich richtig, richtig lang nach oben. Wir nehmen etwas mehr Bewegung mit. Öffne dich nach hinten, schau zur Decke leicht nach oben und dann sinke mit den Armen, mit dem Oberkörper nach vorne. Komm wieder hoch, atme ein und mit dem Ausatmen geh nach vorne. Ein bisschen die Brust und den Kopf nach hinten neigen und dann die Gegenbewegung. Noch 2 Stück. Ein letzter. Richte dich wieder auf, zieh die Arme zur Decke und lass die Schultern ganz, ganz locker nach unten sinken. Atme ein und atme aus. Zieh dich nach oben. Atme ein und atme aus. Ja, streck dich über die Seite nach oben. Versuch dich ganz, ganz lang im Rücken zu ziehen. Sehr gut. Jede Seite noch ein letztes Mal. Dann löse, lass die Hände nach unten sinken, zieh die Schultern wieder nach hinten und dann nimmst du einen Arm nach oben zur Decke. Den anderen Arm lässt du zum Boden sinken, öffnest dich mit dem Ellenbogen so weit nach hinten, wie du kannst und ziehst dich über die Seite, so weit es möglich ist. Kommst dann wieder in die Mitte zurück. Atme ein, geh zur Seite, mit der anderen Hand zum Boden und mit dem Ausatmen komm wieder zurück. Atme ein und strecke dich und atme aus, wir gehen wieder in die Mitte. Achte ein bisschen darauf, dass du nicht mit dem Oberkörper vorsinkst, sondern wirklich eine gute, aufrechte Haltung hast. Sehr gut.
zweimal noch. Ein letzter. Lass den Arm wieder nach unten sinken, zieh die Schultern nach hinten und dann gehen wir auf die andere Seite. Der Arm geht hoch, über Kopf zur Seite, den anderen Arm schiebst du zum Boden. Atme ein und atme aus. Atme ein und aus. Ja, öffne auch hier wieder den Ellenbogen ganz weit nach oben, ganz weit nach hinten. Noch zwei mehr. Und letztes Mal. Nimm den Arm wieder nach unten, zieh die Schultern zurück und dann öffne dich in deiner Brust. Setz dich nochmal ganz, ganz aufrecht hin und dann mach ein paar kleine federnde Bewegungen, ein paar kleine Pulses. Wir atmen aus, aus. Denke wieder an die Verbindung zwischen deinem Atem und deinen Bauchmuskeln. Ja, Feder nach hinten und zieh den Bauch nach innen. Noch acht. 7, 4, dann halte dich hier in dieser schönen Dehnung, Schultern sinken nochmal weg von den Ohren, dann atme ganz tief ein und mit dem Ausatmen lass dich nach vorne sinken, die Hände gehen auf die Füße, bleib hier nochmal ein bisschen hängen, ganz locker in den Schultern und im Nacken, natürlich auch im Kopf. Löse die Hände von den Füßen, richte dich auf, nimm die Hände über die Seite mit nach oben, atme tief ein und mit dem Ausatmen kommen die Arme wieder nach unten. Hol nochmal ganz tief Luft, zieh dich lang und atme aus, wir lösen. Und dann ein letztes Mal. Leg die Hände vor deiner Brust aneinander, zieh sie nach unten, löse nochmal deine Schultern. Und dann sag dir selbst Dankeschön, dass du dir diese paar Minuten Auszeit für dich genommen hast. Ich hoffe, deinem Rücken geht es schon etwas besser, die Schultern sind etwas gelockert und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Falls du dich gewundert hast, was die ganze Zeit hier so rauscht und ein kleines bisschen Windlärm macht, dann zeige ich dir jetzt meinen Ausblick, den ich hier habe und ich hoffe, er gefällt dir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like und klick am besten auch den Subscribe-Button, damit du nie wieder ein neues Video verpasst. Bis ganz bald. Tschüss, deine Kerstin.